Was ist Dispersion? Beziehungsweise, wie kommt der Regenbogen zustande? Die Antwort gibt's in diesem Video. Dazu habe ich erstmal ein Foto gemacht. Und zwar ist das ein wunderschöner Regenbogen. Den sieht man immer dann, wenn es regnet und gleichzeitig die Sonne scheint. Die Sonne muss man dazu im Rücken haben. Wenn ich mir jetzt das Ganze mal physikalisch ansehe, habe ich ein Prisma beispielsweise oder irgendwas, was halt lichtdurchlässig ist, und Licht wird dann gebrochen. Das ist erstmal keine Überraschung. Aber das Besondere ist, je Licht oder weißes Licht ist ja die Mischung aus allen Farben und jede Farbe wird ein bisschen anders gebrochen, was dazu führt, dass die Farben auseinanderlaufen. Das heißt, aus dem weißen Strahl wird dann entsprechend ein bunter Strahl. Und wenn ich mir jetzt das Ganze an einem Wassertropfen angucke, diesen Regenbogen, da gibt es immer diesen Winkel von ungefähr 42 Grad. Das heißt, das weiße Licht, was da hineinfällt, oder das Sonnenlicht, das wird aufgrund der Dispersion beim Eintritt bzw. beim Austritt leicht anders gebrochen. Und dadurch bekomme ich diesen Regenbogen zu sehen. Schauen wir uns das Ganze jetzt nochmal in einem Experiment an. In diesem Experiment möchte ich mit Hilfe der Kohlenbogenlampe und eines Prismas die Dispersion zeigen. Dispersion ist ja im Prinzip die Lichtaufspaltung aufgrund der verschiedenen Wellenlängen und der damit verbundenen unterschiedlichen Ausbreitungsgeschwindigkeiten im Medium, also im Glas, hier in dem Fall. Und dadurch gibt es verschiedene Brechungswinkel und die einzelnen Farben laufen auseinander. Und die Kohlenbogenlampe hat den großen Vorteil, dass wirklich alle Farben sozusagen vorkommen. Jo, das ist die Kohlenbogenlampe. Schön hell. Und damit ich das sauber machen kann, ist es eine gute Idee, hier einen Spalt davor zu stellen und diesen Spalt mittels Linse sauber abzubilden, sodass der schön scharf auf der Wand zu sehen ist. Ich kann den Spalt jetzt noch ein bisschen schmäler machen, damit ich hinterher ein schönes Spektrum bekomme. So, jetzt braucht es eine Halterung. Da ist sie. Und diese Halterung da stelle ich jetzt meinen Kristall drauf. Man kann ihn erahnen, Mirsa. Und der kommt hier drauf. Ich stelle ihn andersrum, damit das, was ich gerne haben möchte, auch ein Bild ist. Bei mir ist es recht schön zu sehen. Ganz wichtig ist natürlich noch hier die Sicherung oben drauf zu legen, damit mir der nicht runterfällt. So, und jetzt habe ich ein wunderbares Spektrum. Und wenn man genau guckt, sieht man, blau ist ganz außen, rot ist auf der Innenseite. Das bedeutet, dass blau offensichtlich stärker abgelenkt wird im Vergleich zu Rot. Hier ist das Spektrum nochmal aus der Nähe. Und hier sieht man im Prinzip sehr schön alle Farben. Dies ist das verwendete Prisma. Und hier ist das Geradsichtprisma. Hier kann man im Prinzip schön durchgucken.
sind einfach mehrere Prismen entsprechend zusammengefügt, sodass ja, das Licht zwar aufgespalten wird, aber trotzdem gerade hindurch geht. So, im Teil 2 des Experimentes, wir haben hier immer noch das Prisma. Und jetzt habe ich ein besonderes Prisma. Und zwar ein sogenanntes Geradsichtprisma. Das sind eigentlich mehrere Prismen, die halt so aneinander gebaut worden sind, dass mein Spektrum hier nicht zur Linken landet, sondern entsprechend ja, direkt vorne gerade durch. Also, dann tauschen wir das mal. Ich zeige das gerade noch mal kurz in die Kamera, damit man sieht, wie das so war, das hier drin. Daher die Ablenkung nach links. So. Und jetzt hätten wir das Ganze mit dem sogenannten Geradsichtprisma ein schönes Spektrum. Dadurch, dass es mehrere Prismen sind, ist auch die Aufweitung des Ganzen ein bisschen größer. Und ja, gucken wir uns das nochmal aus der Nähe an. Hier ist das Spektrum nochmal aus der Nähe. Allerdings sieht man auch, dass die Kamera das irgendwie nicht so sauber aufnimmt, weil in echt, ich sehe hier keinen Strich. Die Kamera anscheinend schon. Aus meiner Sicht geht das schön von einer Farbe in die nächste über. Das kann natürlich jetzt hier irgendwie an der Kamera liegen. Aber trotzdem, es hat ganz schön hier diesen Regenbogen, hier sind wirklich alle Farben, die es gibt, drin.